Lindenstraße-Star Christian Karmann erkrankte im März an Corona. Der Schauspieler hatte einen sehr schweren Verlauf und musste sogar ins künstliche Koma versetzt werden. In der Sendung Zerwakis und Optenhövel live spricht er nun erstmals über seine Corona-Erkrankung und Folgen. Ich wünsche mir natürlich eine Genesung, dass eben wieder so eine Normalität einkehrt, so wie früher. Und dass ich dieses Drama, diese Tragödie irgendwie überwinde, erzählt er unter Tränen. Obwohl die Erkrankung bereits einige Monate zurückliegt, leidet Christian Karmann immer noch an Long-Covid. Diese Krankheit hat halt wahnsinnige Nachwirkungen. Allein das Koma, 17 Tage. Auf die Psyche, auf den Körper. Ich habe 20 Kilo abgenommen, meine ganze Muskulatur verloren, die muss zurückerlangt werden. Dann die Belastung der Organe, Leber, Niere, Gallenblase etc. Lunge natürlich, es kommt immer was Neues dazu. So kam man weiter. Noch vor ein paar Wochen war der Schauspieler auf einen Rollator angewiesen, den er allerdings inzwischen nicht mehr braucht. Auch wenn Christian Karmann Schritte vorwärts macht, werden ihn die Narben auf seinem Körper immer an die schlimme Zeit erinnern. Die Narben sind von dem Tubus, den ich im Rachen hatte. Und weil ich 8 Stunden am Tag auf den Bauch gelegt wurde, um die Lunge zu entlasten, und dieser Tubus drückt sich natürlich auf das Kinn und dann platzt irgendwann unten das Kinn auf, erklärte er in der Sendung. In dieser Zeit musste der Lindenstraßenstar auch schwere Verluste verkraften. Während er im Koma lag, erkrankte auch seine Familie an dem Virus. Nachdem er aufgewacht war, erfuhr er, dass sein Vater an Corona gestorben ist. Einige Wochen später starb auch seine Mutter, allerdings nicht an Corona, sondern an Krebs. Es ist wie ein riesiger Kometeneinschlag. Es war ja nicht nur die Krankheit, sondern auch meine Eltern verloren, meine Schwester auch erkrankt. Für Karmann wird diese schlimme Zeit immer in Erinnerung bleiben. Ob er sich von seinen Verlusten jemals vollständig erholen wird, ist unwahrscheinlich. Es sind einfach so viele Dinge auf einmal, das kann man gar nicht beschreiben.